willkommen damit zu Kung Fu Stride of the Warrior Wise. Und damit dürfen wir ein neues Spiel beginnen und euch das Spiel mal ein bisschen zeigen. Kung Fu ist ja eigentlich so ein recht bekanntes, oder ja, wie man sagen, recht bekanntes Sportart. Also wollen wir es mal einfach mal so ausdrücken. Und in diesem Spiel ist natürlich so, können wir uns erstmal anschauen, wie das Spiel überhaupt gespielt wird. Denn hier gibt es natürlich einige Tasten, die natürlich auch recht wichtig sind. Also, und natürlich auch einige Sachen, die man natürlich hier beachten muss. So, das sind hier die Steuerungen. Wir sehen ganz normale Steuerung, Attacken mit Zielen und K. Deflect und jetzt und bla und blo. Also, das sind eigentlich recht annehmbare Tasten. Da habe ich schon mal schwierigere Tasten bekommen. Oder gesehen. Und jetzt wollen wir da mal wieder zurück. So, ja, gerade schon gesehen, die Steuerung ist recht einfach, deshalb wollen wir jetzt einfach mal auch direkt in das Spiel einsteigen, um zu schauen, was das Spiel uns alles so bringt. So, ihr seht das, und hier nochmal die Tasten, ganz schnell zu sehen. Hier kann man natürlich auch mit dem Xbox-Controller spielen, also auch diese Sache ist möglich mit einem Xbox-Controller, aber wir wollen die Tastatur wählen. WASD, wie schon gesagt, J, K und L. Und dann starten wir los. Kommt Big Boss. Sie sind schon eigentlich recht gut. Das geht aber auch wirklich in den Arm rein. Und wenn ihr das mal so spielt, werdet ihr ganz schnell merken, das geht wirklich hammermäßig in den Arm rein. Wenn ihr tatsächlich wirklich die ganzen Tasten hier ballert, eigentlich mehr. Boah. Also, ja, ist leider hier nicht verfügbar, aber ist nicht so schlimm. Wir machen weiter. Nein. So.
Was haben wir gemacht? Wie starten wir hier rein? Und schauen uns einfach das hier mal an, dieses Level. So, weiterer Versuch. Also J. Alter, wird der stärker oder was? Da bin ich gestorben. Schade. Entschuldigung, aber ich muss das mal ganz kurz auf Like stellen. Entschuldigung dafür, aber es ist nicht schlimm. Komm schon. Na, das schmerzt ja alles, Leute. Das schmerzt alles hier. Die letzten Schub schaffen sie auch noch. Nein. Auch noch nicht fertig. Jetzt aber. Alter, ich komme noch ein paar mehr. Alter, wo kommt die denn her? Das habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Das geht wirklich in den Unterarmmuskel. Oh. Also, wenn ihr das wirklich mal spielen solltet, ne? Nehmt euch wirklich nicht so viel vor. Alter, das schmerzt hier aber auch jetzt. So, ihr könnt es einfach mal selber mitspielen, das Spiel. Es macht einen wirklich heiden Spaß und das Ganze dann natürlich auch mal selber ausprobieren. Wir machen jetzt nochmal ein Level, um dann euch das nochmal zu zeigen.
was denn hier noch so schön alles dabei ist. So, und bevor jetzt hier gleich mein Arm abfällt, wollen wir hoffen, dass wir das schaffen. Wenn wir gleich verlieren, dann verlieren wir. Dann ist das nicht so schlimm. Auf jeden Fall schaut euch das ganze Spiel einfach mal an. Kung Fu Fighting. Also, ihr seht es ja eh. Also, wir haben es aber einfach auch richtig geschrieben. Und in dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit dem Spiel. Bis zum nächsten Gameplay hier auf eplaymystv.de.